Nein, oder? Was? Das Fortnite-Jetpack funktioniert einfach! Oh mein Gott! Alter, das funktioniert einfach! Wie geht das? Bevor das Video losgeht, Freunde, was heute übrigens richtig, richtig spannend geworden ist, wir waren einem Jetpack-Hacker auf der Spur. Schaut das Video bis zum Ende, sonst verpasst ihr was. Habe ich zwei Fragen an euch. Wollt ihr in echt auch mal Jetpack fliegen? Dann lasst mal ein Like da, auch wenn es noch nicht geht, noch nicht möglich ist. Würde mich mal interessieren, ob ihr genauso Bock habt, wie ich mal Jetpack zu fliegen. Und Freunde, als zweite Frage, wie alt seid ihr eigentlich? Schreibt das doch mal in die Kommentare, mich würde das mal interessieren. Und dann würde ich sagen, Freunde, viel Spaß. Was geht ab, Freunde? Wir sind gerade auf durchrasten.de auf unserem neuen Modus City Build Summer. Ich bin gerade in der Grundstückswelt und mit dabei ist heute Wilko. Was geht ab, Freunde? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh ja, gleich zu Anfang. Wir wollen gar nicht um den heißen Brei herumreden. Ich werde jetzt zu dem Grundstück rennen, Freunde. Ich will euch das noch nicht, eigentlich nicht so schnell zeigen, aber ich mache es jetzt einfach. Schaut euch an, um dieses Grundstück geht es heute. Heute quasi eine neue Folge Hacker-Scammer suchen. Ganz wichtig, Freunde, bleibt bis zum Ende dran. Das ist ganz wichtig, weil oft verpasst man sonst viele wichtige Dinge. Ich würde mal sagen, ich mache nochmal schnell Tag. Und dann suchen wir hier mal ganz kurz den Eingang. Wir haben uns das Grundstück schon mal angeschaut von oben. Im Vanish, das heißt, ich war unsichtbar, als wir uns das angeschaut haben. Aber sonst hatte ich das noch nicht richtig gesehen. Wilko ist übrigens im Vanish mit dabei, er ist quasi so mein drittes Auge, weil so ein großes Grundstück kann ich allein in der kurzen Zeit nicht so durchsuchen. Was war das denn gerade? Hast du das gehört, die Rakete? Ey, das war eine Rakete, ne? Hä? Was ist das? Da ist der. Warum ist hier eine Rakete? Kam das von dem oder? Schon wieder? Hä? Von wo kommen die Raketen? Stopp mal, von ihm. Der hat eine Elytra! Was? Was ist... Was? Ja, wegen den Raketen kann er aus dem Stand abheben, Philipp. Der hat einfach eine Elytra. Und Raketen. Freunde, schaut euch das an, wie das hier abgeht. Oh Gott. Da oben fliegt er jetzt auf seinem Dach. Ich glaube, der will ein bisschen angeben vor mir. Aber eine Elytra, Freunde, ist absolut mega teuer. Richtig, richtig, richtig krass, dass der das schon hat. Das ist ein mega besonderes Item, was, glaube ich, erst bis jetzt richtig, richtig wenig auf dem Server haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal eine Elytra ausgetestet habt. Alter, ist das krass, so wie der hier lang fliegt. So einen Eingang sehe ich hier nicht. Die sind... Oh Gott, ich habe gerade Schaden bekommen. Ich habe einfach gerade Schaden bekommen. Ich schreib den mal an. Krass. Du hast eine Elytra. Hast du 10k, schreibt er. Hä? Ob ich 10k habe? Wie 10k? Ingame-Geld meint er wahrscheinlich, oder? Ich schreibe einfach ja, ne? Ja. Ja. Wieso? Freunde, wir haben noch gar nicht erzählt, wieso wir hier sind. Das ist eine längere Geschichte. Ein guter Kollege, der hier auf dem Server spielt, hat uns was... Was erzählt uns? Er macht das auf, Philipp! Was? Wo hat er aufgemacht? Oh Gott, da vorne. Warte, 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 ich beeil mich. Oh Gott, wir sind drin, wir sind auf dem Grundstück. Wir sind auf dem Grundstück, Freunde. Wie gesagt, ein Kollege hat uns einen Tipp gegeben. Der spielt hier schon relativ lange und den kennen wir auch schon, seitdem es Durchrasten gibt, also unser Servernetzwerk. Und der hat uns einen Tipp gegeben, Freunde. Und es könnte echt, echt verdammt besonders heute werden. Und... Deswegen, sag mal, stopp mal ganz kurz. Das ist ja so krass mit diesen Raketen. Das war ja auch richtig cool. Das, Wilko, weißt du noch, wo ich diesen Parcours machen musste? Du bist ja Elytra. Ja, stimmt. Das hat richtig Bock gemacht. Das bringt richtig, richtig Spaß, mit so einer Elytra zu fliegen. Gerade noch, wenn man Feuerwerksraketen hat. Ich wusste das auch nicht, aber seitdem weiß ich das, dass man halt dadurch quasi so einen Schub bekommt. Quasi so eine Art Turbo-Modus. Aber warum hat er denn gefragt, warum willst du wissen, ob ich 10k habe? Oh Gott, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Freunde, wieso will er direkt wissen, ob wir 10.000 haben? Ich gebe uns direkt schon mal was, damit wir, warum... Achso, ich dachte, er hat uns geschrieben. Ich werde nicht sagen, bis du das Buch kaufst. Hä? Welches Buch? Was für ein Buch? Das verstehe ich gerade auch nicht. So, wir haben jetzt 11.000. Ihr könnt das sehen. Und ich würde sagen, wir schreiben dem einfach mal, was für ein Buch. Was für ein Buch.
Ey, mein Skin, Wilko, schau dir mal mein Skin an. Der sieht Alter. Ja richtig cool aus. Das ist hier so ein ich weiß nicht, was das sein soll, so ein Geist oder so ein Sensenmann, richtig cool. Er schreibt, Junge, ich sag nichts, AfD. Ganz komisch. Er hat ist irgendwie abgerutscht von seiner Tastatur oder hat auf einmal nur noch in Caps Lock geschrieben. Okay, zeig mir das Buch. Er will quasi erst mit uns reden, wenn wir für 10.000 ein Buch geholt haben. Oh Gott, Freunde. Ich weiß ja nicht, ob wir das machen sollen. 10.000 einfach raushauen, nur für ein Buch. Und er meinte, er redet vorher nicht mit dir, oder wie? Er schreibt einfach. Ich habe ihn sogar gefragt, was für ein Buch. Und er schreibt, Junge, ich sage nichts. Ich soll den Pfeilen folgen, sagt er. Das sind übrigens neue 1-12-Items. Viele fragen immer, ist das ein Texture-Pack? Nein, das sind 1-12-Blöcke. Hä? Hier werde ich im Kreis Ah, okay. Hier hoch. Und dann hier hin. Entweder du kaufst das oder GS-Bahn. Alter, was geht bei dem denn ab? Hey, du weißt doch auch noch gar nicht, was dir das bringt und so. Hier ist das Buch. Hier ist das Buch. Hier sind mehrere Bücher. 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. Er hat das Buch in der Hand, Philipp. Oh Gott. Freunde, sollen wir das Buch kaufen? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas machen würdet. Wir machen das jetzt zum Test. Deswegen droppt schon mal ein Like. Und dann würde ich sagen, ich gebe ihm jetzt diese 10k, oder? Bevor wir jetzt riskieren, dass er uns nicht mehr vertraut. Hä, aber warum? Er hat dir ja auch gar nichts erzählt, ne? Nichts, hier sind auch keine Schilder oder so, ne? Wir haben ihm einfach gerade, ohne dass wir ihn länger als 2 Minuten kennen, 10.000 Ingame-Geld gegeben. Er hat es dir zugeworfen, Philipp. Oh Gott. Willkommen heißt das Buch. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der beste Kauf, den du hättest machen können, wirklich. Du musst wissen, ich bin ein Hacker, der krasse Sachen machen kann. Aktuell habe ich einen Hack, mit dem man das neue Fortnite-Jetpack in Minecraft hat. Das Beste, mit diesem Buch kostet dich ein Jetpack nur 2.000 in-game. Du glaubst mir nicht? Schreib mir. Jetzt, wo du dieses Buch gekauft hast, werde ich dir antworten. Was? Also stopp mal! Also, was geht bitte hier gerade ab? Er schreibt in das Buch, man würde das neue Jetpack in Fortnite, Freunde, ich spiele relativ viel Fortnite und Wilko auch, deswegen kennen wir uns ein bisschen aus. Es gibt ja jetzt ein neues Update, inklusive einen mit dem neuen Jetpack. Und er schreibt, man würde angeblich das neue Jetpack in Minecraft bekommen. Freunde, auf diesem Server gibt es keine Jetpacks. Das heißt, das ist gerade sehr komisch, was der machen möchte. Ob das wirklich ein Hacker ist oder ein Scammer? Das ist jetzt die Frage und das finden wir jetzt auch noch heraus. Zeig das Jetpack. Oh Gott, Jetpack. Ich habe mich gerade verschrieben. Jetzt haben wir ja dieses Buch. Das heißt, wir kriegen quasi das Jetpack auch günstiger. Das ist ja schon mal relativ cool, dass wenn man das Buch kauft, es günstiger bekommt. Aber ich möchte gar nicht sagen, dass es cool ist, was er hier verkauft. Weil er hat gerade einfach zugegeben, dass er hackt. Dass er einen eigenen Hack-Client hat und auf dem Server quasi hackt. Und das ist verboten, Freunde. Und einfach nur asozial. Er schreibt, zu gefährlich für mich. Die Admins beobachten mich, glaube ich, schreibt er. Was? Warum schreibt er uns dann überhaupt per Privatnachricht? Das können ja wir auch sehen als Admins. Er schreibt einfach, die Admins beobachten mich, glaube ich. Kann dir YouTube-Videos schicken. Was? Er kann mir ein YouTube-Video schicken, Wilko, sagt er. Oh Gott. Oh Gott. Er hat dir ein YouTube-Video geschickt. Oh Gott, Freunde, jetzt müsst ihr wirklich bis zum Ende dranbleiben. Und ich würde sagen, ich klicke da jetzt drauf, schick dir das direkt. Warte. Oh Gott. So, ich hab den... Nein, das glaube ich jetzt nicht. Was zur Oh Hölle? Nein! Oh nein! Was zur Hölle? Freunde, wenn ihr wüsstet, was das jetzt hier ist. Oh Gott. Ich schalte jetzt auf die Monitoraufnahme. Die Monitoraufnahme ist hier.
Oh Gott, man sieht das. Der Link ist auf nicht gelistet. Okay. Ich mach das jetzt auf Großbild. Okay. Okay. Wilko, wir schauen uns jetzt dieses Video an zusammen, okay? Ja. Freunde, ich hoffe, ihr seid jetzt genauso gehypt wie ich. Wir packen euch den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Das heißt, schaut da vorbei. Es ist übrigens, das habe ich gar nicht eben laut gesagt, es ist ein Video von The First Hero. Für die Leute, die nicht The First Hero kennen, checkt den Link ab. Ihr habt da was verpasst. Das ist so der krasseste und asozialste Hacker hier auf dem Server und Scammer. Der zieht so asoziale Dinge ab. Und ich würde sagen, wir schauen einfach das Video jetzt. Ich habe auf Play gedrückt. Los. Oh Gott, ja, er geht jetzt. Alter Junge, was ist das? Was? Alter! Warte. Da. Er hat das? Nein, oder? Was? Das Fortnite-Jetpack funktioniert einfach! Oh mein Gott! Alter. Das funktioniert einfach! Wie geht das? Wie geht das? Was? Ich guck mir das nochmal an. Da ist doch ein Item. Das ist doch ein Item. Eko? Warte, stopp mal, Philipp, stopp mal. Das sieht doch viel zu krass aus für Minecraft. Das kann doch gar nicht. Das sieht doch viel zu schade. Das hat doch eine viel zu krasse Auflösung. Und wenn man auf Items geht, dann müsste doch darüber der Name hovern und die Maus müsste doch über dem Item sein und nicht unter. Was? Das hat der. Wilko, stopp mal. Hat er das gestellt? Hat er das? Jetzt, wo ich mir das nochmal angucke. Hat er das? Ja, die Sounds sind halt auch mega krass. Also stopp. Das Video ist ja eigentlich gestellt. Aber ich möchte jetzt trotzdem wissen, was passiert, wenn wir das kaufen, Freunde. Deswegen werden wir jetzt herausfinden, ob wir wirklich ein angebliches Jetpack bekommen. Ich bin mega gespannt jetzt. Ich schreibe, ja, möchte das Jetpack. Ich gebe mir jetzt erst nochmal ganz kurz ein bisschen Geld, damit ich dafür genug Geld habe. Wilko, kannst du mir nochmal kurz sagen, wie mein Ingame-Name ist? Ja, dein Ingame-Name fängt mit H-E-Z an. A-E-Z, okay. Dann gebe ich mir nochmal 1000 Ingame-Geld. Und dann kriegt er das restliche Geld. Und ich hoffe einfach, Freunde, dass wir dann wirklich was bekommen, weil mich würde einfach interessieren, ob das wirklich funktioniert. So, er hat jetzt das. Er hat das Geld. Er schreibt, brauche das Buch zur Sicherheit. Okay, ich gebe ihm jetzt das Buch. Er hat eine Rakete in der Hand, okay. Das sollte ja aber nichts heißen. Ich möchte hier nochmal sagen, Freunde, wir sind auf keinem Modded-Server. Hier sind keine Mods drauf. Das heißt, hier gibt es kein Jetpack eigentlich. So. Okay, und wo bleibt jetzt mein Jetpack? Nein, ich möchte mein Jetpack. Hallo? Nein. Hä? Wilko? Was? Das funktioniert. Er hat mir gerade nicht funktioniert. Aber warte mal, stopp mal ganz kurz. Das ist unser Jetpack-Plugin, Wilko. Oh nein. Nein, oder? Nein. Freunde, ich kann euch das mal zeigen. Also, ihr müsst wissen, wir haben auf Citybuild Diamond ein eigenes Plugin, also auf allen anderen Citybuilds außer Citybuild Summer, wo man quasi ein eigenes Jetpack bekommen kann. Das kann man sich craften und man hat dann so ein Jetpack genauso wie hier, was als Treibstoff Diamanten hat. Ihr seht das hier gerade. Und das Plugin ist zwar schon auf Citybuild Summer, aber noch nicht released. Und der wird wahrscheinlich in irgendeiner Form einen Bug gefunden haben, um das auszutesten. Also um das machen zu können. Obwohl das noch nicht released ist, Freunde. Gut, dass wir das wissen. Das heißt, wir deaktivieren das direkt. Das heißt, wir wurden da jetzt quasi nicht so gescammt. Wir haben es hier aber trotzdem mit einem miesen Abzocker zu tun, der gleichzeitig auch hackt auf dem Server und das sogar zugibt. Das heißt, wir haben es hier mit dem asozialsten Spieler überhaupt zu tun, mit The First Hero. Schaut bei seinem Video vorbei, lasst einen Dislike da, bewertet dieses Video hier aber positiv, wenn es euch gefallen hat.
Schreibt einen Kommentar, wir werden den jetzt bannen, werden uns darum kümmern, dass die Lücke gefixt ist, dass das Plugin deaktiviert ist, so lange, bis wir das releasen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Jetpack wollt. Ihr seht schon, Freunde, das könnt ihr quasi selber dann craften als ganz normaler User und könnt dann hier einfach rumfliegen. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.